So, und wir gucken jetzt mal, was uns hier bei den Einladungsevents Neues erwartet. Mal sehen, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Mal schon gemacht. Heiße Runde, heiße Runde. Zeiteliminator, Rundeneliminator, Zeiteliminator, Zeitterminator. Nö, da spricht mich jetzt aber nicht so an. Ich weiß jetzt auch nicht, welches neue Event dazugekommen ist. Aber ich habe mir überlegt, wir gehen nochmal in den Werkswettbewerb und machen da eine ganz chillige, Alter, eine ganz chillige Rennserie. Also mehr oder weniger chillig natürlich. Aber da können wir nochmal ein bisschen Punkte abgreifen. Dürfte natürlich nicht einfach werden, aber sollte schon klar gehen. Ich weiß jetzt auch nicht, welches Einladungsevent dann neu hinzugekommen ist. In der letzten Folge hatten wir durch das Level-Up ein neues erhalten, aber irgendwie diese ganzen Zeitterminatoren, das ist doch alles noch Stufe 2 und so. Naja, wenn ihr das sehen wollt, diese. Jaja. Kennen wir doch alles. Jetzt wollen wir hier ordentlich Sterne abräumen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wenn ihr die sehen wollt, diese Stufe 2 Einladungsevents mit Runden-Eliminator und sowas. Da müsst ihr es mal in die Kommentare schreiben, aber momentan macht es mir mehr Spaß in der Stufe 4, muss ich sagen. Kein Wunder. So, 1000 Profilpunkte sind schon am Start. Aber mein Auto ist nicht ganz am Start, so wie es aussieht. So, es ist immer diese anfängliche Rambo-Phase und jetzt können wir mal wieder ein bisschen uns beruhigen und aufs Rennen konzentrieren. Fahre eine saubere Runde. Okay. Also, das wird schon mal nicht machbar sein, aber mein Gott, kann ja nicht alles haben, ne? Dafür können wir ja schön die Piste ein wenig clearen von diesen blöden Subjekten. Eine Runde? Okay. Eine Runde nur, euer Ernst? Dann müssen wir ja recht schnell durchs Feld kommen. Ich hatte jetzt ehrlich mit mehreren Runden gerechnet. Aber okay. Es scheint dann wohl eine entweder mega lange oder mega schwere Runde zu sein. Naja, komm, Abkürzung, bla bla bla. Jetzt erstmal da vorne an diese zwei Hempel ranfahren. Die machen sich nämlich schon ein bisschen aus dem Staub. Und an diese Strecke kann ich mich noch gut erinnern. So, 2000 Profilpunkte, jawohl. Boah, hier eine saubere Runde zu fahren, das würde ja auch einem Weltwunder gleich kommen. Zumindest von mir. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit, die da vorne einzuholen. Also so ist es, glaube ich, wirklich nicht. Boah. Heftig, heftig. So, jetzt nicht zu sehr in den Positionskampf verzetteln, wie ich es immer gerne mache, sondern möglichst schnell an die Spitze gehen. Boah, Leute. Ah, das ist diese Kurve. Sehr, sehr nice. Die habe ich verdammt gern. Da kann man die so nice ausbeschleunigen. So Windschatten, 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 Windschatten. Und weg mit ihm. So, wieder auf die Gerade möglichst. Jawohl. Und da haben wir den guten Joseph Taylor ein bisschen angehoben. Und das war schon. Perfektes Timing. Genau in der richtigen Zeit nach vorne gefahren und 5 Sterne eingesackt. Wunderbar. Die saubere Runde ist vollkommen utopisch für mich, das weiß ich auch selber, aber $40.000 und eine sehr gute Ausgangsposition in der Serie. Ich frage mich gerade, ob es nur immer eine Runde lang sein wird, das wäre ja auch interessant. Ja, am Anfang wieder gut Aggression gesammelt. Langsam werden wir wirklich zum aggressiven Fahrer, du. Das kannst du mal sehen. So, Präzision wird abgerechnet und natürlich auch noch die Aggression. Bling. 106.000. Kein Abzeichen, aber der 60. Sieg und damit haben wir eine 6er Statistik. Joseph Taylor und Darren Germain, der alte Germane, auf die müssen wir aufpassen. Und eine 6er Statistik kann sich doch definitiv sehen lassen. Ja, lad schneller, komm. Mach zu. Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß und sei vorsichtig.
Ah, vorsichtig, bla bla bla. Wahrscheinlich starten wir jetzt nur an irgendeiner anderen Stelle. Ja, ist wieder nur eine Runde, okay. Also schnell und bestimmt nach vorne fahren. So, zack, schon mal ein bisschen Vorbeigeh-Action. Boah, shit. Das ist ja echt heftig. Na okay, aber die Strecke kenne ich eigentlich ganz gut. Aus früheren Zeiten. Das ist eine fiese Strecke, die ich nicht so gerne mag, muss ich sagen. So. Jetzt aber mal hier Tacheles Reh, Alter. Jetzt zieht er eiskalt wieder innen rum. Aber was die können, kann ich schon lange. So, zack. Dem geben wir einen mit. Wir hatten noch gar keine Punktemultiplikation, deswegen die schlechten Punkte. Naja. Vielleicht können wir es ja ein bisschen am guten Joseph Taylor auslassen. Der ist eigentlich immer ein ganz gutes Druckventil. Na, Josie, bist du auch der Meinung? Boah. Zack. Und ab dafür. So, damit dürfte uns auch in der Serie nicht mehr so gefährlich werden, zumindest. So, und jetzt schön auf der Rennlinie bleiben. Kurve gemeistert. Ja. Mehr oder weniger Kurven gemeistert hier, ne? Kann man so und so sehen. Boah, geht das ab hier. Aber wir machen ganz ordentlich Punkte. Boah. Und der Lambo kommt hier auch ein bisschen an seine Grenzen. Boah, geil. Bockt aber. Bockt aber. Also hier lassen wir die wirklich sehr nice stehen. Und können wirklich mal zeigen, aus welchem Holz wir denn geschnitzt sind. Nämlich aus dem Holz der Sieger. Jawohl. Gute Aktion definitiv hier. So, Joseph Taylor nur auf Rang 6. Da wird er natürlich sich ärgern. Naja gut, die 2000 Punkte schaffen wir nicht ganz, aber das war auch extrem schwer. Da bin ich lieber ein bisschen schneller durchs Feld gefahren, muss ich sagen. Und hab das so geregelt und, ja, 4 Sterne sind ja auch nicht zu verachten. Das Wichtigste ist eigentlich die Kohle. Sterne können wir auch woanders sammeln. Und auch in der ersten Serie haben wir nicht alle Sterne geholt, das heißt, das passt schon so. Können jetzt nochmal alles in dieses letzte Event reinwerfen, dieses Mal sogar ein bisschen mehr Präzision als Aggression. Aber das ist okay. Da muss ich mich jetzt nicht grämen. So, 160 Kilometer mit einem europäischen Wagen. Silber EU Herstellerloyalität. Da sind wir immer noch sehr gut am Start. Und die 6er KD sozusagen bleibt bestehen. Da ist unsere Serienplatzierung, unsere aktuelle. Und mich würde mal interessieren, was habt ihr dann so für eine KD bei NFS Shift? Also ich habe, wie gesagt, momentan eine 6er durch viele Neustarts und so, aber insgesamt ist das, glaube ich, ganz gut. Ihr müsst mir mal eure sagen, dann weiß ich, wie gut ich das einzuschätzen habe. Schreibt sie einfach mal in die Kommentare, würde mich definitiv interessieren. So. Gar keine Ansagen hier vom Herrn. Ist natürlich schade. Wieder nur eine Runde, wieder auf diesem Parcours. Und diesmal müssen wir am Anfang etwas besser fahren. Dass wir hier wirklich mal durchs Feld gehen und wirklich zeigen, hier, der King, das bin ich. Bonanza, Bonanza, 1000 Profilpunkte. Boah. Und gleich mit diesem Hochgeschwindigkeitspart anfangen. So lobe ich mir das, liebe Entwickler. Wo habe ich denn da abgekürzt? Boah, schnell nach vorne gefahren. Das Spiel sagt durch Abkürzen, ich nenne es gut reagiert. Ne, keine Ahnung, wie ich es nenne, aber die Serie ist ja echt ja, kurz und knackig. Gefällt mir aber. Ich mag diese ganz langen Rennen ja immer nicht. Das wisst ihr ja. Und auch hier
wären 2000 Punkte wahrscheinlich drin gewesen. Wir hatten nämlich schon sehr, sehr schnell diese Dingsens, diese 1400 am Start oder so, aber naja, Rundenzeit abgekürzt, bliblablub. Stimmt doch alles nicht. So. Schön an der Top-Rennlinie orientieren. So, und jetzt fahren wir die einfach nur nochmal verkehrt sozusagen. Boah. Ist hier wirklich ein Rumgedrifte zur Seite, nach vorne. Wie man es auch immer nennen will. Geht schon gut ab, muss man sagen. Geht schon sehr gut ab. Boah. Jungs. Ist ja gut. Ich ergebe mich. So. Okay. Ja, 2000 Profilpunkte kriegen wir noch tatsächlich zusammen. Hätte ich ja nicht so gedacht. Aber es scheint wirklich so zu sein. Boah. Ist hier auch ein echter Kampf. Aber kein Krampf. Das möchte ich hier nochmal betonen, denn wir sind recht weit vorne. Kriegen hier sogar noch das Mal 2 angeprangert. Und schaffen das mal locker mit den Sternen. Das war eine echt erfolgreiche Serie hier. Kann man nicht sagen. Haben wir die anderen wirklich mal dominiert. Bam. 5 Sterne gibt's auch hier. Für uns frei Haus sozusagen. Und natürlich auch ordentlich Punkte. Wie immer. Ja, und Aggressionspunkte mal wieder ein bisschen mehr. Aber die Präzision hat am Ende auch gestimmt, muss man sagen. Und ich bin sehr glücklich über diesen Ausgang der Serie. Weil, dass wir das so gut machen, ich glaube, wir haben 3 Sterne haben wir jetzt liegen lassen, ne? Werkswettbewerb, Rennserie 8 gewonnen, kleines Abzeichen verdient. Ja, und das dürfte dann jetzt nochmal ordentlich Kohle geben, oder nicht? Serienplatzierung 1, Geldbonus 60.000. Oh, die war auch nicht so schwer wie die erste Rennserie, aber hatte es trotzdem in sich. Und ich glaube, wir können jetzt mit stolz geschwellter Brust hier rausgehen. So, ja, 14 von 18 Sternen, 13 von 18, das passt soweit. Dieser Rennserie wollen wir uns mal noch nicht annehmen. Sondern ich hatte jetzt gedacht, irgendwie Car Battle der Stufe 3. Dass ich nochmal einen Drift einfach versuche. Dass ich es einfach nochmal versuche. Wir haben heute die Gelegenheit, den Nissan 370Z zu driften. Denn so viel Zeit haben wir nicht mehr in diesem Part und ich will es einfach nochmal mit dem Driften versuchen. Es wurden mir einige Tipps gegeben, aber wahrscheinlich werde ich es jetzt immer noch nicht. Drift einleiten. Geh kurz auf die Bremse und lenk ein, um den Drift zu beginnen. Lass dann das Gas los, um übersteuern zu vermeiden. Okay. Gas loslassen. Das war immer ein Fehler von mir. Spiele gefühlvoll mit dem Gas und einen Drift zu halten. Zu schlagen ist Ergebnis 5-5-5. Und wenn das hier nicht hinhaut, dann Rage quitte ich wahrscheinlich auch. So, fahre einen 4 Sekunden Drift. Ja, schöner Rauch. Was war das denn schon wieder? So, haben sie mich jetzt auf die Strecke zurückgesetzt? Okay. Ich tippe das Gas nur an. Ja. Ich weiß echt nicht, wie das hier gehen soll. Aber es kann doch kein Driften sein hier. Ich bitte euch. Und verkackt, oder wie? Hm? Was war das jetzt? Letzter. Aha. So, Runde 2 von 3 zu schlagen, das Ergebnis. Wenn ich das jetzt nicht packe, dann ist es ja auch gut. Ich wollte es mal probieren, aber ich weiß echt nicht, woran es liegt. Man darf einfach kein Gas geben, habe ich das Gefühl. Ja, Sternziele. Die Sternziele sind auch mal geil gesetzt.
Nein, dreh dein Heck nicht weg. Boah, ganz ehrlich. Sorry, Leute, aber das ist wirklich nichts für mich. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn da schon wieder? Nee, aber das mit dem Sprinten, das kriege ich einfach nicht hin. Ich wollte es zum Ausprobieren, wenn noch ein bisschen Zeit war. Vielleicht ist das auch einfach die falsche Strecke für mich. Und übrigens hier in Stufe 2 zum Beispiel haben wir auch noch echt viel zu machen, theoretisch. Wenn ihr das nochmal sehen wollt hier, dann müsst ihr natürlich auch immer Bescheid sagen, ne? Denn das muss ich natürlich dann auch irgendwie wissen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge widmen wir uns dann erstmals nicht dem Supercar-Wettbewerb, sondern dem Werkswagen gegen Supercar-Meisterschaftswettbewerb. Das dürfte definitiv interessant werden. Dann können wir uns bald auch mal, wenn ich das Geld da oben so sehe, ein richtig heftiges Supercar leisten. Aber in der nächsten Folge wird es dann erstmal hiermit weitergehen.